Noch sind sie die einzigen, die die Baustelle betreten dürfen, aber nicht mehr lange. Das neue Hans-Sachs-Haus ist fast fertig. Es herrscht überall hektische Betriebsamkeit und aus dem richtigen Blickwinkel kommt sogar schon etwas Glanz an die Sache. Zum einsamen S an der Fassade wurden inzwischen die fehlenden Buchstaben hinzugekauft und damit ist endgültig klar, was es werden soll. Für Oberbürgermeister Frank Baranowski sind die Tage im Buraner Exil somit gezählt. Mehr als 10 Jahre wurde die Stadt aus dem Norden regiert. Ja, es hat in der Tat ein bisschen länger gedauert, die Sanierung des Hans-Sachs-Hauses. Haben wir auch 2 Anläufe machen müssen. Aber jetzt in diesem Jahr, nach den Sommerferien, ist Einzug. Sowohl für den politischen Bereich wie auch für Verwaltungsdienststellen. Und soweit ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da richtig deute, freuen die sich drauf, dass sie jetzt endlich auch reinkommen. Auch der Blick ins Innere des neuen Hans-Sachs-Hauses verrät, fast fertig. Okay, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ein paar Liter Putzmittel wird es wohl brauchen, um das alles sauber zu bekommen. Hier wird in Zukunft das Bürgercenter der Stadt sein. Und versprochen, es wird nicht nur sauber, sondern in allen Belangen schöner als in der Husemannstraße. Und zwar für Bürger und Mitarbeiter. Ich freue mich persönlich sehr, dass wir in dieses Haus einziehen werden. Es ist wunderbar hell und freundlich. Und ich denke, für alle Kolleginnen und Kollegen wird die Situation hier viel, viel komfortabler. Auch für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere im Bereich der Bürgercenter. Da sind wir ja ziemlich klein gesetzt in der Husemannstraße, in einem antiquierten Gebäude mit einem winzig kleinen Warteraum, der kein Licht hat. Das ändert sich hier alles. Hier werden wir eine schöne Aufrufanlage haben, sodass es keine Drängelei mehr geben muss. Niemand Angst haben muss, dass er nicht rechtzeitig aufgerufen wird. Man wird über eine elektronische Aufrufanlage zu seinem Platz geführt werden. Also insgesamt eine Situation für alle um 100% verbessert, denke ich. Auch das, was sich früher Verkehrsverein nannte und heutzutage Touristinfo heißt, zieht vom Bahnhofsvorplatz ins neue Hans-Sachs-Haus um. Wir befinden uns hier in der neuen Stadt- und Touristinfo der Stadt Gelsenkirchen im Hans-Sachs-Haus. Hier können die Bürgerinnen und Bürger und die Besucher der Stadt ab September alles Wissenswerte von der Stadt erfahren. Hier können sie Stadtrundfahrten buchen, hier können sie Rundgänge buchen, hier können sie Tickets kaufen. Hier wird es sämtliche Broschüren und Ratgeber der Stadt geben. Hier wird es Informationen geben zur Kultur, zu Veranstaltungen in Gelsenkirchen, aber auch in anderen Städten im gesamten Ruhrgebiet. Selbst die Passanten nehmen wieder Notiz von der ehemaligen Dauerbaustelle. Jetzt, da fast alle Hüllen gefallen sind. Und in den umliegenden Unternehmen und Geschäften fiebert man dem Ende der scheinbar unendlichen Geschichte entgegen. Wir freuen uns schon lange drauf. Über 10 Jahre haben wir jetzt Planungen, Diskussionen, Bauphase. Eigentlich aber unserem Nachbarn, denn das Hans-Sachs-Haus ist in Sichtweite. Und wir freuen uns einfach, dass da eine neue, lebendige Mitte in Gelsenkirchen entsteht. Also wir betreiben gegenüber das Eiscafé Graziella. Und wir machen das 10 Jahre mit, diese Geschichte. Und wir können es kaum erwarten, dass endlich es wird eine super Sache werden. Wir hoffen natürlich auch, dass jetzt das Hans-Sachs-Haus ja auch bezogen wird von den verschiedenen Ämtern oder auch Abteilungen und dass wir dadurch auch mehr Kunden bekommen. Alle hier rundum im Kirchviertel wünschen sich das natürlich. Viel Kundschaft wünschen sich auch diese beiden, denn sie werden die Gastronomie im neuen Hans-Sachs-Haus betreiben. Und wir freuen uns drauf, für die Bürger der Stadt Gelsenkirchen in Kürze das Bistro Brasserie Sachs hier eröffnen zu können. Wir wollen sie verwöhnen mit leckeren Speisen, mit Kaffeespezialitäten. Und wie Sie sehen, hier in unserer neuen Küche, leider noch nicht ganz fertig, werden dann auch die Köche für Sie leckere Speisen zubereiten. Für Unterhaltung im neuen Hans-Sachs-Haus ist die Emschertainment GmbH zuständig. Durch ein flexibles Wandsystem verwandelt sich die Eingangshalle in einen multifunktionalen Veranstaltungssaal. Der heißt aber nicht mehr Saal, sondern Bürgerforum.
sowie ein Konzerthaus einen klar umrissenen Auftrag hat, hat ein Bürgerforum auch einen Auftrag, nämlich Treffpunkt von Bürgern zu sein, das heißt von Menschen, die um dieses Haus herum wohnen. Und in diesem Auftrag sehe ich das Haus. Welche Veranstaltungen das genau sein werden, wie zahlreich sie sein werden, das muss die Zeit zeigen, aber ich bin da eigentlich sehr guter Dinge. Am letzten Wochenende der Sommerferien wird das Haus, natürlich blitzeblank geputzt, an zwei Tagen der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt. Was da noch fehlt, ist der allerletzte Akt, der Einzug der Verwaltung. Der setzt eine weitere logistische Meisterleistung voraus. Der neue Ratssaal sieht bereits heute so aus, als warte er auf die Volksvertreter. Dabei hat der Oberbürgermeister sein Exil inzwischen richtig lieb gewonnen. Aber was heißt schon Exil? Seit Frank Baranowski gewählt ist, ist sein Büro in Buhr. Ich bin etwas zwiegespalten, weil ich habe mich im Laufe der letzten Jahre schon an Buhr gewöhnt. Wenn man seine Mittagspausen hier in Buhr verbringt und alles Mögliche hier auch organisiert, ist das jetzt schon in der Tat auch ein bisschen eine veränderte Situation. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich wieder, dahin zurückzukommen, wo der eigentliche Sitz der Oberbürgermeister und des Rates in Gelsenkirchen ist. Und das ist das Hans-Sachs-Haus und in so ein neu gebautes, quasi neu gebautes, neues Gebäude einzuziehen. Das hat schon seinen Reiz. In der zweiten Jahreshälfte wird aus dem fast fertigen ein ganz fertiges, neues Hans-Sachs-Haus. Das Betreten der Baustelle ist dann im Übrigen ausdrücklich erwünscht.